Die Wachen waren vermutlich nicht bei der Sache. Fragen können wir sie nicht mehr. Auch sie sind bei den Explosionen ums Leben gekommen. Und Nils Geist mag verwirrt sein, aber er weiß genau, was er tut. Woher hatte er überhaupt den Sprengstoff? Das wissen wir leider nicht mit Sicherheit. Bei GMP werden alle Zutaten hergestellt, die man zur Produktion von TNT braucht. Vielleicht hat er monatelang das Unternehmen unbemerkt bestohlen und es irgendwo selbst hergestellt. Wie gesagt, er ist ein gebildeter Mann. Oder, auch das wäre möglich, er hat es im Hafen aus Containern entwendet, die für den Export vorgesehen waren. Wir ermitteln noch. Okay. Und was zeigt uns das Video als nächstes? Etwas Unglaubliches. Schauen Sie bitte genau hin. Ich lasse weiterlaufen. Dies gibt's doch gar nicht. Wie ist das möglich? Einfach... verschwunden. Hallo, schwer zu begreifen, n'est-ce pas? Aber wie geht denn sowas? Ich habe da so eine Ahnung, Beth. Aber hören wir doch, was Interpol dazu sagt. Es ist so, Doktor. Bei Interpol hält man mich vermutlich mittlerweile auch für verrückt. Dennoch hat man mir die Sache anvertraut. Ich glaube, dass Nathan O'Neill jemand ist, der sich Kraft seines Geistes an andere Orte versetzen kann. Kurz gesagt, Teleportation.